Willkommen zurück zu Shadowheart 2, da sind wir wieder und ja Freunde, etwas später wie geplant, aber dafür habe ich heute schon einen Gast hier in der Leitung und dieser Welcher darf sich jetzt gerne vorstellen. Ja, hallo zusammen, der Rico Unfang hier, beziehungsweise Pascal, kennen nämlich die meisten ja. Und genau. Du. Ja. Ja, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen, sorry. ja, du warst schon ein paar Mal Gast hier und es freut mich sehr, du bist der erste Gast hier im Zirkoden-Projekt, im Shadowheart 2 Projekt. Das liegt daran, weil es einfach gerade zeitlich gepasst hat, weil wir heute einen Termin hatten und ich mir dachte, ja, warum nicht? Und kann man verbinden. Genau, vor allem ist es sinnvoll, weil wir immer noch unser Wochenthema haben. Wir sind mitten im Dungeon, wo sowieso Gesprächsbedarf ist. Und oh mein Gott, ich glaube, ich habe was gesehen, Leute. Etwas, was wir noch nie gesehen haben, bevor wir jetzt zum Wochenthema driften. Wir werden jetzt erstmal Planka zu dem Thamos schicken. Ich sehe da so ein goldenes Leuchten. Das hatten wir bis jetzt noch nie. Ich wusste gar nicht, dass das schon geht. Oh Mann, die machen es auch spannend. Leuchten ist mir aufgefallen. Ja, warte mal ab, jetzt ist Yuri dran, jetzt ist Karin dran und danach, okay, das war ein Bildschirm, egal, man hat es schon gesehen, schaut euch Joachim an, Joachim hat sich zum ersten Mal verwandelt in die Golden Bat, yay, okay, was haben wir davon, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr, er ist ein bisschen stärker jetzt, er ist eventuell auf jeden Fall flinker, gewandter, das auf jeden Fall. Kombo kann er immer noch machen. Er hat leider in dem Status keine Symbolmagie, wie ich sehe. Aber das ist nicht so schlimm. Das ist jetzt alles immer zufallsbedingt. Ich weiß nicht, so jeden dritten, fünften, sechsten Kampf ist er einfach mal die Golden Bat. Und das ist immer gut. Wir können mal einen Angriff machen. Schauen. Das ist auf jeden Fall deutlich geilerer Schaden. Richtig gut. Die Golden Bat. Also jetzt kann er sich auch verwandeln. Ich dachte, das geht erst später. Nice. Okay, aber das war auch schon das Spannende an dem Kampf. Der hält nicht mehr lang aus. Und deswegen würde ich heute gerne gleich auf unser Wochenthema zurückgreifen. Denn wir sind immer noch beim Thema, Zeitmaschine. Wo will man hinreisen? Ich habe euch im letzten Part schon erzählt, was ich allgemein machen würde. Das Persönliche werde ich euch auch noch erzählen. Aber ich würde gerne Pascal, beziehungsweise so Zirkoden-Fan, erstmal den Vortritt lassen. Was würdest du denn, also es waren ja zwei Fragen, was würdest du denn allgemein, wo würdest du gern hinreisen? Was würdest du gern, wenn du, ganz egal ob Ort oder Zeit, Zukunft oder Vergangenheit, wo würdest du gern mal hinreisen, um das zu sehen? Und vielleicht auch die zweite Frage, persönlich betrachtet, was würdest du vielleicht in deinem persönlichen Zeitspektrum denn ändern wollen in deinem Leben? Da kannst du dich gerne jetzt mal austoben. Ja, also von der Zeit her, wo ich mal hinreisen möchte, was mich interessieren würde, wäre das Mittelalter vielleicht. Ah, das blutige, raue Mittelalter, das hat natürlich auch was. Ja, das stelle ich mir ganz gut vor und mich würde mal interessieren, wie sie da damit so gelebt haben. Man kennt das zwar schon vieles aus Geschichten und so, aber was davon wirklich so stimmt, ist eine andere Sache. Ja, ich habe ja schon die Kommentare der anderen Zuschauer gelesen und manche haben da auch zum Beispiel geschrieben, ja, im Grunde wird mich ja die raue Vergangenheit schon interessieren, aber man hat im Grunde Angst, dass man da gleich umgebracht oder ermordet wird halt, also weil halt die Zeit damals so brachial war. Aber würdest du dich trotzdem hintrauen? Natürlich. Also da macht man am wenigsten Gedanken über, dass ich vielleicht umgebracht werden könnte. Allein das Zeitalter interessiert mich halt. Okay. Da gehe ich das Risiko gerne ein. Zumindest immer mit der Option, man kann ja jederzeit zurückreisen, ne? Das hat man dann natürlich so im Hinterkopf. Ich weiß ja nicht, wie ihr euch die Zeitmaschine vorstellt, ob das so wie in dem alten Film so eine riesengroße Kugel ist, wo man dann drin sitzt, oder wie bei Shadow of Memories, was wir letztens erst gespielt haben, dass man da einfach so ein iPad benutzt und dann die Daten eingibt. Da gibt es ja viele Varianten. Ja. Viele Möglichkeiten. Schon, jetzt sehen wir übrigens gerade, dass Joachim immer noch die Golden Bat ist. Anscheinend ist das so phasenweise, ne?
Ich glaube, er ist jetzt 3 oder 4 Mal anscheinend die Fledermaus und erst dann verwandelt er sich zurück. Ich weiß nicht mehr genau, wie das war. Ich habe auch keine Ahnung mehr. Ich habe das mal gespielt. Aber ich habe Jochen relativ selten benutzt, sag ich mal. Ah, dabei ist er doch voll cool. Ja, ich find ihn cool, aber ich finde ihn ganz so cool. Okay. Er ist ein cooler Charakter. Ich finde seine übertriebene Comedy-Art interessant. Oh ja, das ist schon aber sehr speziell. Im Kampf ist das nicht so meiner. Okay. Da habe ich dann eher solche Leute wie Karin, Blanka oder Geppetto gern benutzt. Okay. Aber ich habe dann noch nie durchgehabt, das Spiel. Ja, da hast du ja jetzt die Möglichkeit, es etwas weiter zu finden. Es lohnt sich auf jeden Fall. Aber gut, bleiben wir beim Thema Zeitmaschine. Okay, also allgemein Mittelalter, und was würdest du generell so auf dein Leben bezogen eventuell ändern wollen? Was heißt eventuell? Ja, also wenn es nicht so persönlich ist, ne? Ich will da niemanden etwas jetzt... Das ist für mich kein Problem, das zu erzählen. Ich hatte als Kind ja einen Autounfall, wurde angefahren. Und ja, in die Zeit könnte ich eventuell zurückreisen, um die Zeit zu ändern, dass ich diesen Fehler, den ich da gemacht habe, nicht weiter nochmal mache. Also, dass ich halt, als Kind war ich halt dumm und bin über die Straße gelaufen, obwohl ein paar Meter weiter eine Ampel war. Ja. Da war ich, glaube ich, 13 Jahre alt damals. Okay. Oder 12. Auf jeden Fall, das könnte ich... Einerseits ist es vielleicht ganz schön, das zu ändern. Aber andererseits sind auch Sachen danach geschehen, die ich nicht missen möchte unbedingt. Okay, darf ich dich an der Stelle fragen, auch zum Verständnis der Zuschauer, wenn es nicht zu persönlich ist, inwiefern dich dieser Unfall nachträglich beeinflusst hat oder beeinträchtigt? Ja, kannst du anfangen. Ich habe halt nur ein paar kognitive Einschränkungen, sage ich mal. Ich bin halt ein etwas langsamer im Denken und Reagieren und so. Und habe auch ein paar körperlich, bin ich nicht mehr ganz so fit. Okay. Weil ich halt schnell mal aus der Puste bin, weil ich halt wenig Sport treibe noch und halt auch vielleicht nicht ganz so anstrengende Sachen machen kann. Okay. Weil es auch nicht immer angenehm ist. Ich habe ja mein Bein eine riesen Narbe. Und ja, wenn ich da irgendwie mal wo gegen stoße oder so, ist das halt nicht so angenehm. Verständlich. Okay. Da bin ich dann etwas vorsichtiger und ja. Ansonsten geht's mir eigentlich den Umständen entsprechend prima. Ja, das ist ja beruhigend auf jeden Fall, ja. Aber natürlich kann ich das absolut nachvollziehen, wenn man da sowas erlebt hat, was einen dann auch nachhaltig beeinträchtigt, dass man das natürlich definitiv am liebsten zurückspulen und ändern will. Das kann ich 100% nachvollziehen auf jeden Fall. Passiert, aber andererseits habe ich ja, wie gesagt, auch so viele schöne Sachen erlebt hinterher, die ich eigentlich nicht missen möchte. Vor allem, weil die Sachen wahrscheinlich nicht passiert wären, weil ich nicht in diesen Einrichtungen gewesen wäre. Ach so, Magst du ein Beispiel nennen? Zum Beispiel meine bisher einzige Freundin, die ich hatte. Hatte eine Beziehung während meiner Ausbildung. Das war in einem Berufsbildungswerk. Das war so eine Ausbildungsstätte für Leute mit Behinderung. Okay. Und ja, die hätte ich wahrscheinlich dann nicht kennengelernt, wenn ich diesen Fall nicht gehabt hätte. Oder genauso, ich habe eine Person, ich war in der Reklinik auch, in mehreren, und in der ersten Klinik, wo ich war, da habe ich eine Frau kennengelernt. Die war super nett und mit der habe ich super verstanden. Anfangs habe ich noch ein bisschen Probleme gehabt. Da war ich noch ein bisschen teeniehaft drauf, sag ich mal. Bisschen großmäulig. Haben uns aber dann mit der Zeit Bombe verstanden. Und das würde ich auch nicht missen wollen. Das war eine sehr schöne Zeit.
Okay, das glaube ich dir sofort. Ja, das ist doch schön. Das ist immer so, wie das Leben auch spielt, aber es hat ja auch meistens seine vorteilhaften Seiten. Ja. Egal wie es läuft. Das ist echt schön dann auch zu hören. Auf jeden Fall. Mhm. So, ihr habt gerade gesehen, ich bin so ein bisschen im Kreis gelaufen. Ich habe jetzt den Speicherpunkt wieder gefunden. Jetzt frage ich mich nur, wo es weitergeht. Ich werde jetzt nochmal mich ein bisschen in der Richtung umgucken. Wir werden jetzt keine Kämpfe rauscutten, auch wenn sie sich wiederholen. Das wisst ihr ja. Wenn ich einen Gast habe, dann werde ich nicht groß cutten, weil das unser Gesprächsfluss einfach stören würde. Allerdings morgen, wenn dann der nächste Part kommt, dann würde ich, wenn ich immer noch hier rumirren sollte, werde ich euch dann dahin cutten, wo es weitergeht. Also betrachtet das eventuell, wenn es nicht weitergeht, als kleinen, ja, Level-Part. Und Gesprächspart vor allem. Ja. Ich werde jetzt dann versuchen, weiter nördlich zu gehen, weil eigentlich müsste es ja da weitergehen. Warum ist denn Joachim, also er hat sich, okay, er hat sich wieder verwandelt, ich kann jetzt heilen, okay, kurieren, aber Karin hat es eigentlich nötiger. Deswegen soll sie sich selbst heilen. Okay. Und Joachim hat da eine Schadensveränderung. Ja, aber die geht, glaube ich, nach dem Kampf weg, deswegen gebe ich dem jetzt nicht so eine Priorität. Ist, glaube ich, Gift. Ich weiß nicht, was nach dem Kampf hält. Ja. Ich glaube nicht. Nee, nee, das sollte weg sein. Auf jeden Fall. So, und es lohnt sich ja. Wir leveln ja dabei und ihr habt hoffentlich... No. Ja, und morgen werde ich definitiv auch noch bei Gelegenheit auf eure Themen eingehen, auf euer Wochenthema natürlich, keine Sorge. Wenn es sich nicht ausgehen sollte, weil ein Storypart ist, dann kann sich das auch auf die nächste Woche erstrecken, ist kein Problem. Dann gibt es halt mal ein Wochenthema weniger. Umso spannender ist es ja. Okay, dann werde ich noch mein Bestes dazu tun. Also wie gesagt, ich habe das Allgemeine schon erwähnt. Bleibt noch offen die Frage, was würde ich in meinem Leben ändern? Und das ist... eine Frage, mit der ich mich in der letzten Zeit auch des Öfteren beschäftigt habe, ehrlich gesagt. Gerade weil es in den letzten Monaten oder Jahren auch immer wieder Veränderungen gab, beziehungsweise Überraschungen, mit denen ich jetzt nicht unbedingt gerechnet hätte oder nicht rechnen wollte. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also ich bin jetzt 38 Jahre alt und ich bin jetzt mittlerweile der Überzeugung, dass ich damals mit 20... Ne, lass mich nicht lügen... Ja, nee, eher so mit 23 Jahren quasi die Frau meines Lebens kennengelernt hatte. Das ist meine damalige Ehefrau, beziehungsweise jetzt halt natürlich Ex-Frau, mit der ich jetzt auch ein gemeinsames Kind habe. Die meisten wissen das sowieso. Und ich glaube, ganz ehrlich, ich würde wieder zu der Zeit zurückreisen wollen, wo das Ganze in die Brüche ging. Damals hat meine Kleine schon gelebt. Und ich habe, weil ich halt jung war und ein bisschen naiv und ein bisschen blöd, habe ich die Beziehung nicht so 100% vielleicht ernst genommen, vielleicht auch ein bisschen vernachlässigt. Ja, definitiv habe ich es auch vernachlässigt. Und das tut mir jetzt im Nachhinein leid, weil, okay, damit eine Beziehung zugrunde geht, gehören immer zwei. Und das war auch der Fall. Also wir haben uns wirklich ganz klassisch auseinandergelebt. Jeder ist so seine Wege, so seinen Interessen nachgegangen. Und dadurch ging die Beziehung verloren. Und wenn ich jetzt wirklich so überlege, viele sagen ja immer, okay, aber die Beziehung verloren, du hast jetzt andere Beziehungen danach gehabt und du hast daraus was gelernt und so. Ich sehe das mittlerweile nicht mehr so. Ich betrachte alles, was ich danach hatte, und das waren zwei Beziehungen danach, betrachte ich eher als Zeitverschwendung mittlerweile, weil klar, man kann sagen, aus Fehlern lernt man und wenn man was falsch macht, dann kann man das als Erfahrung mitnehmen. Aber ich bin mittlerweile wirklich der Überzeugung, dass alles, was danach kam, dass ich es nur noch schlimmer gemacht habe. Dass ich etwas gesucht habe, was einfach nicht vorhanden war. Und ich glaube wirklich, dass meine damalige Beziehung, mit der ich auch das Kind hatte, das Beste, was einem Menschen nur passieren konnte, dass ich das versemmelt habe. Und da würde ich gerne zurückgehen. Zu dem Zeitpunkt, wo Alessa, also meine Tochter, vielleicht ein Jahr alt war, oder eineinhalb, und da in dem Moment, dass ich da vielleicht ansetzen wollen würde, um die Beziehung zu retten. Das wäre wirklich so mein Ansatz, weil ich glaube, ganz ehrlich, alles, was ich danach erlebt habe, darauf kann ich verzichten. Die Erfahrung, die brauche ich nicht. Das war einfach nur Lug und Trug. Und ja,
Das ist so zumindest mein Empfinden. Natürlich ist das leider nicht umzusetzen. Aber das wäre definitiv der Punkt, weil man sagt ja auch immer, jetzt von den Erfahrungen ab, okay, aber das hatte ich zu was ausgemacht. Nee, ich glaube wirklich, ich hätte von dem Zeitpunkt aus, ich hätte die Beziehung retten können, ich hätte trotzdem Let's Plays machen können, ich hätte trotzdem so sein können, wie ich jetzt bin, nur halt mit weniger Schmerz. Und vielleicht mit etwas mehr Glück im Leben. Aber ja, es ist vertan und jetzt muss man halt gucken, wie das weitergeht. Aber ja, das ist so meine Meinung dazu. Ja, da ein bisschen Real Talk gemacht an der Stelle. Aber ich fand das auch mal notwendig, weil, ich weiß noch ganz genau, damals zu Shadow Hearts 1, nicht zu Shadow Hearts 1 Zeiten, zu Kudelga Zeiten, da habe ich halt noch groß von meiner damaligen Beziehung und Familie und so geredet. Und ich fand es jetzt irgendwie passend, das jetzt auch mal zu updaten. Und ja, das habe ich jetzt getan. Und ja, jetzt bin ich fertig. Ah, interessante Ansichten hast du da. Ja. Ja, wenn ein so viel... Ja, das wäre auch so eine Sache, die mir auch gar nicht so einfällt. Ja, erzähl ruhig. Boah, ich hätte vielleicht die Beziehung zwischen meinen ersten Freunden nicht retten können, aber weil es einfach eine Fernbeziehung wurde, aber ich hätte vielleicht auch einiges anders gemacht, weil ich habe manchmal glaube ich halt, dass ich hier teilweise Unrecht getan habe. Ja, das ist genau dieses, was du gerade ansprichst, das ist ein ganz gutes Ding, ne, weil ich wollte eigentlich Dinge heilen. Das Problem meistens bei solchen aktuellen Beziehungen ist, man reflektiert viel, viel später. Leider. Man fühlt sich am Anfang immer im Recht, also ich rede jetzt wieder mehr von mir, ich will es jetzt nicht auf dich münzen. Zum Beispiel nach meiner Ex-Frau, als ich dann diese erste Beziehung habe, da habe ich jetzt wissentlich viel falsch gemacht. Und deswegen meine letzte Beziehung, die ich hatte, die betrachte ich jetzt mittlerweile als Karma, das ich einfach verdient habe, weil ich habe so viel davor falsch gemacht. Oh, kann ich da hoch? Ich glaube schon, ne? Genau, da wollte ich das letzte Mal schon, nicht hoch, sondern runter. Okay, ich glaube, oben haben wir jetzt wirklich alles. Jetzt gucken wir mal, was unten so los ist. Und ich will jetzt gar nicht schlecht reden oder sonst wie was, aber meine erste Beziehung, da habe ich viel falsch gemacht. Und in der zweiten, da habe ich es irgendwie zurückgekriegt, also in meiner letzten Beziehung. Und das betrachte ich als Karma. Das heißt, ich bin jetzt im Grunde wieder quit, offen für alles. Aber das will ich gar nicht sein, weil ich habe überhaupt, also jetzt gerade zumindest, habe ich gerade überhaupt keinen Bock auf irgendwelche Beziehungsthemen oder sonst wie was. Ich bin froh, wenn ich mein eigener Herr bin. Ja, ist bei mir genauso. Ich habe jetzt halt, ich bin schon seit ungefähr 10 Jahren jetzt Single. Okay, das ist schon lange, ja. Ich bin einfach eher der schüchterne Typ und bin jetzt nicht so der, der jetzt der Erste ist, der Frauen anredet. Ja. Auch, das war halt auch das Schöne damals, dass die Beziehung kam zustande, weil sie mich ansprach. Mhm. Ich selber wäre wahrscheinlich nicht so auf die Idee gekommen, aber das hat sich dann halt so ergeben, weil sie auch die Initiative ergriffen hatte. Ja, da kann ich absolut nachfühlen. Also ich bin, also das wollen manche vielleicht gar nicht glauben, aber ich bin auch unglaublich schüchtern. Nicht nur schüchtern, sondern introvertiert, wenn es um Beziehungen geht. Ja. Und ich hatte, das kann ich auch beweisen, indem ich euch sage, dass ich noch niemals eine Beziehung hatte, die jetzt vor Ort stattgefunden hat. Es hat immer angefangen mit einer Fernbeziehung, mit übers Internet, weil da ist man selbstsicherer, da kann man lockerer reden, ne? Und deswegen von selbst aus, ich war nie der Typ, der jetzt dahin geht und eine Frau anspricht in Real Life. Das hätte ich niemals hinbekommen. Ja. Und deswegen, all meine Beziehungen sind da auch immer... Oh, die Ringseele! Okay, jetzt müssen wir aber mal ins Spiel gehen hier. ich würde gerne die Ringseele sprechen. Machst du, Juri? Okay. Alles klar. Ich bin die Ringseele, der Wille des Urteilsring, der Verwalter aller Schicksale. Sicher bist du das. Ich kann sie sehen. Deine. Zeig doch mal, Baby. Juri,
Sei nicht so gemein zu dem armen Ringgeist. Ich bin nicht gemein. Er schien etwas deprimiert. Ich wollte ihn nur aufbauen. Ich bin nicht der Ringgeist. Ich liebe das. Hör auf, Juri. Er meint das nicht so, Ringgeist. Ich sag halt auch immer Ringgeist. Manchmal sagt Juri Dinge, die er nicht so meint. Er ist ein guter Junge. Jetzt bin ich also ein Junge. Er? Hast du das gehört? Jetzt seufzt sie. Ich vertraue dir das an. Angriffsschub. Die Macht, den Urteilsring zu beherrschen. Diese Kraft wird dir auf deinem Weg durch das Schicksal helfen. Danke. Ich werde nochmal erscheinen, um dir mehr Macht zu geben. Und ich werde dich beobachten, ob du der Richtige bist. Er ist weg. Er ist verletzt, weil du gemein zu ihm warst. Was hast du dir dabei gedacht? Denkst du wirklich? Ist immer wieder geil. Wir können den Angriffsschub gleich benutzen. Nämlich bei Planka, würde ich vorschlagen. Dann hat er auch 3. Invisible. Oh, schaut mal. Es gibt noch eine dritte Form von Joachim. Nicht nur der Fledermaus und Joachim selbst. Er ist gerade invisible. Ja, was ist... Viele Überraschungen hat der Kerl auf sich. Habe ich schon ganz vergessen, was damit gleich passiert. Das werdet ihr dann sehen. Wir machen das jetzt auf 3. Oh Gott, hoffentlich kriege ich das hin. Noch. Okay. Ich würde einfach mal die Korallen, lass uns benutzen oder so. Ja, damit will ich noch warten, weil ich will mich eigentlich an das normale Tempo... kam ich doch her? Nee. Ist das ein anderer Aufzug, oder? Ich kam doch von links. Mal schauen. Bin gerade nicht sicher. Ich meine, das war der Aufzug, von dem du kamst. Meinst du? Bin mir aber gerade auch nicht hundertprozentig sicher. Shit. Okay, dann gehen wir nochmal gucken. Bitte entschuldigt das. Ich weiß, es gibt Leute, die sind nicht so von den Gastparts begeistert, weil dann ist man abgelenkt und manche mögen die Gäste nicht und so. Ich weiß, alle eure Kritik zu schätzen. Trotzdem, schon seit Anbeginn der Zeit, schon vor 10 Jahren, als ich Lost Odyssey gemacht habe, fand ich es schön und wichtig, Gäste dabei zu haben. Und ich werde davon nicht ablassen. Deswegen lebt damit, heult nicht rum. Und es guckt mir beim Rumverwirren um. Morgen wird es bestimmt besser. Aber ich glaube, wir sind jetzt wieder auf einem richtigen Weg. Okay, mal schauen. Es ist Pech Schwarz. Den kannst du machen. So, kommen wir nirgendwo hin. Wir brauchen irgendein Licht. Oh, sind wir jetzt beim Zelda-Randomizer? Brauchst du wieder die Lampe oder was? Ja. Déjà-vu. Ja, die habe ich ja zum Glück mittlerweile. Ja. Aber gut, wo waren wir beim Beziehungsthema stehen geblieben? Ach ja, also ich fühl das mit dir. Ich bin auch relativ introvertiert. All das, was ich mir aufgebaut habe, ist auch immer übers Internet passiert. Aber genau das, ich will es nicht schlecht reden, aber ich bin durch meine Erfahrungen jetzt definitiv auf 1 jetzt mittlerweile festgeharrt. Fernbeziehung, der Beginn, schön und gut, kann was werden, aber nur, wenn wirklich beide Seiten fest davon entschlossen sind, dass man sich in der Zukunft was Gemeinsames aufbaut. Weil auf Dauer Fernbeziehung zu führen, das ist ein absolutes Todesurteil. Das ist nur meine Meinung, nach meiner bisherigen Erfahrung. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich weiß gar nicht, du hattest ja die eine Beziehung, aber hattet ihr euch da was aufgebaut? Also, das heißt, wir hatten eine Beziehung während der Ausbildung, haben quasi... Ah, immerhin, okay. ...aufgebaut, das kann man nicht sagen. Wir haben uns halt täglich gesehen quasi, auf den Wochenenden, wo wir mal zu ihr gingen, mal zu mir nach Hause und so. Aber ja, dann letztendlich ist dann gescheitert, weil sie wohnte in Stadtlohn, nicht in Dortmund, beziehungsweise Kassel damals noch. Und das wäre eine Fernbeziehung erstmal gewesen und...
Ja, mir war es relativ egal. Ich hätte sie zwischendurch besucht irgendwie, wenn ich dazu Zeit gefunden hätte und das Geld dafür gehabt hätte, für die Fahrt dahin. Okay. Aber das wollte sie halt nicht, hat dann auch nach einer Zeit los gemacht, weil sie zu Fernbeziehungen war nicht zu sehen. Wie viele Kilometer waren das, wenn ich fragen darf? Müssten um die 90 sein oder mehr. Keine Ahnung. Aber das ist noch harmlos, muss ich ehrlich sagen. Also meine maximale Entfernung waren ganze 1000 Kilometer, das war in Österreich. Die Schweiz zuletzt, die waren nur 200 Kilometer ungefähr, das war auch noch für meine Verhältnisse relativ harmlos. Oder Berlin, das waren glaube ich um die 600 oder 700 Kilometer. Aber 90 wäre doch schaffbar gewesen. Meinst du wirklich, es lag daran, dass es an der Beziehung lag? Hier ist auch dunkel, na toll. Wir müssen anders probieren, okay. Ja, lag eher daran an Fernbeziehungen. Also hat sie zumindest so gemeint. Zumindest größtenteils daran. Okay, ja, das empfindet ja jeder dann natürlich anders. Das war halt. Kann ich schon verstehen. Ist halt schwer, wenn man halt sich so selten sieht, ist es halt schon schwer. Und sie war halt die sowieso schon ziemlich anhänglich war, so ein bisschen. Also die hat, wir haben uns sehr häufig gesehen, auf ihrem Wunsch hin auch. Und okay. Das war ja zu wenig hinterher wahrscheinlich. Okay, verstehe. Aber getrennt haben wir uns quasi in Freundschaft quasi. Wir haben immer noch Kontakt zueinander, wir telefonieren sehr häufig. Das ist sehr schön, ja. Das habe ich auch teilweise schon mitbekommen, dass ihr noch Kontakt habt. Das kommt halt immer drauf an, wie man Schluss macht, ne? Wenn man so total nüchtern sagt, okay, guck, die Entfernung, die passt mir nicht, das wird nicht funktionieren, dann ist nachträglich definitiv auch eine Freundschaft drin, ne? Wenn man das so neutral und sachlich rüberbringen kann. Aber das ist halt von Beziehung zu Beziehung leider anders und ja. Oh Gott, Karin muss ich unbedingt heilen. Ja, sollte man gleich machen. Kurieren. Aber das freut mich für euch, dass ihr zumindest da noch einen freundschaftlichen Kontakt habt. Ja, sie hat auch einen Sohn jetzt von den anderen. Okay. Aber von denen ist hat sie auch keinen Kontakt mehr zu denen. Ach so, na, das ist natürlich. Ja, der Vater ist auch ein Narzisst. Oh, okay. Und will auch zu seinem Sohn scheinbar keinen großen Kontakt haben. Das ist traurig. Also das kann ich beileibe nicht verstehen. Egal wie die Situation zur Ex ist oder so, aber dass man mit dem Kind keinen Kontakt haben will, das ist also da. Ja, nee, das ist schon sehr krass. Ja. Bin ich auch sehr froh, dass er mich hat, weil der hat auch sehr guten Kontakt zu mir, der Sohn. Also wir reden viel miteinander, wir zocken miteinander Pokémon und sowas. Also er mag mich sehr. Ah, das ist doch schön. Das ist doch eine schöne Sache auf jeden Fall. So, Leute, wir haben noch ein paar Minuten. Ich würde sagen, wir lassen jetzt das Beziehungsthema, sonst hassen uns alle, die Shadow Hearts sehen wollen. Und hier haben wir hier voll das Dr. Sommer-Team aufgemacht. Ich weiß nicht. Ich könnte tausendmal weiterreden. Ich könnte weiterreden darüber. Ja, ich auch. Ich auch, aber ich glaube, das machen wir dann in einem anderen Format, wenn ihr Bock drauf habt. Tablex mehr auf dem Zweitkanal. Nee, Quatsch. Nee, aber guck mal, ich glaube, wir haben einen wichtigen Moment erreicht, denn wir haben wieder einen Aufzug und einen Speicherpunkt und das heißt ja meistens, jetzt gibt's Action hier. Boss-Time. Ob es wieder Veronika ist, die auf uns wartet? Ich würde nicht nein sagen. Die Lampe! Du kannst auch die dunklen... Laterne, ja. Okay, jetzt können wir auch da oben weitermachen. Anscheinend erstreckt sich der Dungeon noch etwas weiter, aber das ist auch gut so, weil dann werde ich morgen definitiv auf eure Antworten noch eingehen. Ich möchte wieder hoch. Ich muss wieder hoch. Ja, da waren ja jetzt nur 102 dunkle Gefilde, wo du noch hin kannst. Nur eins Richtig. Davon geht weiter, das andere ist, glaube ich, optional. Ich weiß aber nicht, was... Genau. Wäre jetzt halt natürlich schön, wenn ich zuerst das Optionale erwische, aber ich habe keine Ahnung mehr. Vielleicht solltest du vielleicht vorher... Wir könnten die Laterne nehmen, okay. Da ist es, ich kann es sehen. Jetzt kommen wir voran. Okay, wir gehen einfach mal voran. Wenn das jetzt der Story-Abschnitt sein sollte, kann ich ja nochmal dahin. Das ist ja das Schöne bei Shadow Hearts. Hier ist ja dann nichts auf einmal verschlossen oder so. Von daher kein Ding.
Ja, und wenn ihr auch mal Bock habt, mit mir so richtig geilen Real Talk zu machen, bei dem aktuellen Gesprächsthema, auch wenn ihr ein bisschen ausgedriftet sind, es tut mir leid, aber es hat gerade Spaß gemacht. Wenn ihr Bock drauf habt, dann addet mich doch im Discord. Ihr seht in der Videobeschreibung alles, was ihr dafür braucht. Und dann könnt ihr auch gerne mal Gast hier sein. Nicht nur hier, sondern auch bei sonst welchen Projekten. Ich hätte auf jeden Fall Lust drauf. Und yo. Nächstes Wochenthema werde ich dann morgen zum Ende des Parts auch schon ankündigen. Also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Okay. Aber reden wir mal nochmal von dir, Pascal. Du bist, ich weiß gar nicht, bist du aktiv auf YouTube? Also lädst du momentan was hoch? Ich glaube, nee, ne? Gastauftritte, ne? Hm. Ja, ich habe auf meinem Kanal habe ich 4 Videos hochgeladen. Davon 2 Infos-Videos und einmal 2 Parts, wo ich mit der Play angefangen habe damals. Das ist aber schon eine Weile, ganze Weile her. Und ja, ich habe mir vorgenommen, was anzufangen, aber irgendwie fehlt mir die Lust. Die Lust, selber, okay. Zu machen. Ich bin da noch nicht so sicher darin. Vor allem, wenn ich allein was mache, da ist es dann für mich einfacher, wenn ich jemanden habe, mit dem ich nebenbei reden kann. Ja, merkt man ja. Also als Gast bist du ja immer wieder gerne dabei. Das habe ich ja schon oft bemerkt. Und das macht ja auch heute auch wieder Spaß. Ja. Deswegen mache ich auch viele mit diesem Chocobo 19, wo ich als Gast häufig dabei bin. Ah, der oder die hat mir letztens auch einen Kommentar geschrieben. Ich weiß gar nicht, wo, aber ich meine, wahrscheinlich hier bei Shadow Hearts. Chocobo 19? Ja, bin ich mir relativ sicher, habe ich gerade letztens einen Kommentar gelesen, also Grüße mal an der Stelle. Okay. Aber ich weiß gerade nicht, unter welchem Projekt. Ist auf jeden Fall ganz ein netter Typ, ist ein Österreicher. Okay, ja, Österreicher sind immer nett. Ja. Und wir verstehen uns ganz gut. Das ist doch schön. Ja. Autsch. Oh nein, ich habe irgendwie... Ich habe so einen Schnellring, glaube ich. Oh. Ah ne, jetzt noch ein langsamer Ring. Wenn man es nicht weiß. Na, das nächste Format machen wir dann Beziehungskisten mit Pascal und Micha. Ja, wenn ihr Bock habt, nochmal so einen richtigen Podcast, ne, dann lasst das Feedback da. Aber wir lassen das Thema jetzt erstmal für die, wo jetzt schon das Kotzen bekommen haben. Gibt es bestimmt einige. Deswegen würde ich nochmal, das ist so zum Abschluss nochmal ganz allgemein fragen, was ich eigentlich immer frage, meistens zu Beginn. Nämlich, wie findest du denn Shadow Hearts? Also diesen Teil hier. Ich weiß ja, du hast ihn nicht ganz durchgespielt, aber wie fandest du ihn denn bis dahin, wo du ihn gespielt hast? Boah, ich fand ihn ganz gut. Es ist vielleicht ein bisschen manchmal gewöhnungsbedürftig mit diesem Ringsystem, da ich dann nicht so die beste Reaktion habe, aber dann gewöhnt man sich relativ schnell eigentlich. Aber an sich finde ich, die Story finde ich geil und die Charaktere sind auch ganz cool. Hattest du den ersten Teil durchgespielt? Nein, den ersten Teil kenne ich gar nicht. Den ersten Teil habe ich... Achso, du kennst nur den zweiten ein bisschen. Ja, und ich habe auch mal angefangen mit From the New World. Ah, okay. Aber der ist wieder ganz anders, ne? Mal, ja, vom System her nicht, aber... Vom System her nicht, ja. Von der Story her ein bisschen anders, ja klar. Ja, ja. Neues Setting, neue Story und vor allem auch neue Charaktere. Ja. Ich möchte an der Stelle nochmal sagen, dass ich den dritten Teil nicht hasse oder sonst wie was. Ich finde ihn halt nur deutlich schwächer wie die anderen früheren Teile. Also der dritte Teil ist trotzdem gut. Das will ich an der Stelle nochmal betonen. Er ist halt nur anders und kann halt die Klasse. Er ist auch auf Englisch, das stimmt, das kommt auch noch dazu. Aber auch von auch generell kommt er nicht an der Klasse des zweiten Teils ran, finde ich zumindest. Ja, das glaube ich auch nicht, weil der zweite ist schon klasse, auch wenn ich nicht alles kenne. Ja, finde ich schon klasse. Weil es gibt so viele Möglichkeiten, was man so machen kann. Die ganzen Hunde, die man besiegen kann. Und dann halt für Blanka die Sachen hochzumachen. Absolut. Dann okay, halt, Leute. Was ja auch noch interessant ist halt dieses, was du auch mit Gästen machen willst, was war das nochmal, dieses Brett da, wo man die Zauber... Ja, wir wollten die Symbolmagien, wollte ich eigentlich mit Gästen machen. Das Problem ist nur, wir haben noch nicht genügend, damit ich das jetzt noch sinnvoll schon umsetzen kann. Das wird noch ein bisschen so, ich würde sagen, so 3-4 Wochen, dann haben wir genug. Dann können wir langsam mit dem Brett anfangen.
Weil jetzt können wir noch nichts vervollständigen. Das wird noch keinen Sinn machen. Ja, das ist jetzt noch. Ich habe das auch nie, glaube ich. Hab damals vielleicht ein, zwei Felder vervollständigen können. Ja. Wenn überhaupt, vielleicht nur eins. Eben, das zieht sich ja über das ganze Spiel, bis man da genügend hat, um ein Feld voll zu machen. Aber das machen wir auf jeden Fall noch. Da dürfen sich die späteren Gäste auf jeden Fall drauf freuen. Aber okay, das ist jetzt der letzte Kampf, würde ich sagen. Morgen, wie gesagt, gibt es dann den Part mit euren Antworten zum Thema Zeitreise und der Anschlag zum nächsten Wochenthema. Es war mir eine Freude, mit dir hier diesen ersten Gastpart abgedreht haben zu dürfen. Ich bedanke mich dafür und man hört sich bestimmt demnächst wieder. Und da machen wir an der Stelle das nächste Mal weiter und du hast die letzten Worte. Ja, es war mal ein schöner Party, war nett, damit dabei zu sein. Und ja, vielleicht hört man sich ja irgendwann in anderen Let's Play oder später, wenn alle dran waren, vielleicht nochmal, keine Ahnung. Auf jeden Fall will ich da mal sagen, bis zum nächsten Mal.